Wir gehen rein. Hier ist Fritz Meinecke mit seinem Statement zu den Gegenständen und dem Balancing-System der neuen Staffel. Let's go. Was ist hier die letzten Tage passiert? Extrem viele Leute sind sauer über die Regeln von Seven Worlds Wide, über die Ausrüstung. Was ist da los? Wie konnten wir diese Show, dieses Format nur so verhunzen? Eins in Chat, wer das gedacht hat. Ich bin ganz klar zwei, denn es gibt nicht, weil eine Staffel gelaufen ist, das muss so und so, 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 so sein. Das gibt's in meinem Kosmos auch nicht. Sondern es gibt so, wie die Veranstalter es zurechtlegen und wie sie es haben wollen. Es gibt kein, mach so und so, das existiert nicht. Sondern das ist schon richtig, wie die sich das vorstellen. Denn nur so macht's denen auch Spaß und nur deswegen, wegen diesen Leuten, gibt's auch dieses Projekt. Okay, aber ich verstehe natürlich alle, das einzige Bild, das ist, glaube ich, auch menschlich. Ey, das war doch so, das muss wieder so sein. Es wird so oder so, niemals wieder so sein, wie das allererste Mal. Ich bin's Fritz, ihr seid auf dem Fritz Meinecke Live-Kanal. Wenn ihr keine Updates rund um das Thema Seven Worlds Wide verpassen wollt, dann auf jeden Fall diesen Kanal hier abonnieren. Und ja, ungewohnte Umgebung. Ich bin aktuell auf einer kleinen, süßen, tropischen Insel, mitten im Pazifischen Ozean, ein bisschen schnorcheln und die Unterwasserwelt erkunden. Erzähl doch keinen Scheiß, bisschen schnorcheln, erzähl doch keinen Scheiß. Du bist da, weil du übst, du machst nicht gerade Urlaub. Du bist da, weil du denkst, wie machst du es? Verstehst du, was ich meine? Er muss aber sind wir auch mal ganz ehrlich, er muss überzeugen. Er hat einen einzigen Gegenstand. Der muss überzeugen, der muss. Servus. Und ja, hier vielleicht mal zwei, drei kleine Clips, was ich so die letzten Tage schon feines gesehen habe. Du glaubst ja nicht, dass ich das mache, Chat. Oder wenn du die dann auf dem Rücken nimmst, vorne aufschlitzt, die hat bestimmt was essbar. Ich schwör dir, Fritz hat es gedacht. Oh, die fress ich. Die fress ich. Die hole ich mir hoch, die fress ich. Kannst du sowas nicht fressen? Junge. Ich gehe da nicht so weit rein. Aber das soll heute natürlich nicht Thema des Videos sein, sondern es geht um die Kontroversen. Viele Leute sind sauer. Ja, wir haben es verhunzt. Wie konnten wir das alles nur tun? Natürlich haben wir uns bei all diesen Sachen was gedacht. Und ich werde jetzt auf die meistgestellten Argumente von euch da draußen eingehen und ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Kleinen Read. Finde ich gut. Für mich zählt eigentlich nur eins. Ihr wisst, was ich meine. Für mich, Video kann man nicht lauter machen. Ich habe so laut, wie es geht. Weißt, das Einzige, was mich halt so ein bisschen bedrückt hat, ist, mir ist unangenehm, da zu stehen. Ich habe 7 Gegenstände, alle anderen haben nur weniger. Also irgendwie fühle ich mich da dreckig mit. Ich fühle mich da einfach dreckig. Vorab aber schon mal eine wichtige Information. Es bleibt alles so, wie es ist. Und es wird sich ja auch nichts dran rütteln, ob du willst und nicht. Ja? Denn das Team und auch ich im Hintergrund, wir haben uns natürlich viel Gedanken dazu gemacht und das nicht einfach so aus Langeweile entschieden. Das hat schon bestimmte Hintergründe. Und ich glaube, dass das Orga-Team im Hintergrund, die vor Ort auf der Insel waren, die Gegebenheiten kennen, mit einem Survival-Experten, der sich dort auskennt, alles durchgesprochen haben, ein bisschen mehr Bescheid wissen und ein bisschen cleverere Entscheidungen treffen, als so mancher Backseat-Survivor da draußen in seiner schönen, warmen, beheizten oder auch klimatisierten Wohnung. Da ist einer sauer. Wer erkennt das auch, den Hass in Fritz? Mann, ich bin immer die Scheißkommentare. Sag die Wichser. Jetzt reicht's auch mal. Der wollte nicht sagen, er hat sich noch gebremst in eurer beheizten, er wollte sagen, in einem verkommenen Kellerloch. Man erkennt den Hass von allerfeinsten. Du ganzer Backseat-Survivor. Jetzt hat er mal den Hass in den. Guck dir das doch mal an. Natürlich. Ich versteh's auch irgendwo. Wenn du den ganzen Tag dann immer nur eine draufkriegst oder was, weißt du, was ich meine? Die Leute immer nur meinen und da platzt dir mal der Kragen hier. Sei mal froh, wirklich, dass er nicht seinen grünen Giftzehen rausholt und der einmal sich sein Gift indiziert. Sei mal froh, der ist noch gut mit euch. Er war da draußen in seiner schönen, warmen, beheizten oder auch klimatisierten Wohnung. Hashtag Gemeinecke. Erstes Argument, was sehr oft kam, es ist viel zu schwer, alle fliegen in den ersten ein, zwei Tagen raus. Glaube ich aber auch. Oft. Also. Habe ich auch gedacht. Sehe ich persönlich ein bisschen anders, definitiv. Grundsätzlich müssen wir ganz klar gucken. Danke. Tropische Insel, das sind zwei völlig unterschiedliche Klimazonen, völlig unterschiedliche Gegebenheiten. Es gibt Sachen, die sind schwerer und die sind einfacher. Ja, was in Schweden auf jeden Fall war, wir hatten easy Trinkwasser. Das haben wir auf der tropischen Insel wahrscheinlich nicht. Muss man sich mehr erarbeiten, auffangen, sammeln und so weiter. Dafür haben wir auf der tropischen Insel allerdings nicht das Problem mit der Kälte. Da gehen wir auch gleich später nochmal auf einen Punkt drauf ein, was da sehr, sehr oft geschrieben worden ist, wo ich auch wieder andere Meinungen habe. Also, wir haben definitiv mehr
deutlich mehr Ressourcen vor Ort im Sinne von Pflanzenwelt, auch Tierwelt, also mit Nahrung und auch leider das Thema Müll. Es wird dort sicherlich Müll angespült werden, der verwendet werden kann. Das können irgendwelche Fischernetze sein, Schnüre. Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass wir dort viel, viel mehr Möglichkeiten der Improvisation haben. Ist es zu schwer gewählt? Meiner Meinung nach nein. Es soll herausfordernd sein für jeden. Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, Fritz, du und Otto, ihr seid die einzigen beiden, die wahrscheinlich, weißt du, mit so einer schönen gelben Tonne ein Jahr überleben würden, wenn sie sich jeden Tag reinschmeißen und wieder was finden. Wir nicht. Für mich ist Müll Müll. Ich sehe da dann, ich habe auch das Problem, dass dann der Müll am Beach, ich sehe keine Verwendung dafür. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe da keine Verwendung. Der sieht so einen Müllsack und sieht direkt, oh Baby, oh guck mal, ein Luxushimmelbett. Ein Luxushimmelbett, da liegt es einfach. Ich sehe es nicht. Ich sehe das nicht. Ich kann das nicht sehen. Und dabei geht es nicht darum, wer ist der Beste, wer ist der Gewinner, sondern für jeden individuell mit sich selbst, dass jeder über sich selbst hinauswächst, dass jeder, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, in dieses Projekt mit einer gewissen, ich könnte fast schon sagen, Angst reingeht. Um vielleicht noch ein paar Gedanken zu verstehen. Ihr könnt euch daran erinnern, wie Knossi das Ganze erfahren hat, was Knossis Gedanken dazu waren. Und ich muss sagen, irgendwie hat mich das inspiriert. Wenn man meinen Namen, ich bin so von Angst zerfressen schon. Ihr versteht es nicht. Frag mal meine Freundin. Ich bin so von Angst zerfressen. Ich gehe Leute blöd an, wenn sie mir mit dem Thema begegnen. Im Freundeskreis. Ich werde blöd und sag halt dein Maul. Ihr wisst es gar nicht, wie schlimm es für mich wirklich ist. Ich habe so eine Angst. Ich sag meiner Freundin jede Nacht, ich habe so eine Angst. Ich wach auf und mach so Krokodil. Jeden Tag. So empfindlich, bis du nur deinen Namen hörst. Da schießen dir Tränen in die Augen. Das weißt du schon. Ja. Und ich muss sagen, dass ich diese Gedanken nicht hatte. Ihr könnt euch daran erinnern, wer die erste Staffel verfolgt hat. Ich habe an Tag 3 viele, viele Gegenstände abgegeben, hatte nur noch 3 Sachen übrig. Feuerstahl, Messer und ein Schlafsack. Sonst hatte ich nichts mehr ab Tag 3. Ja. Ab Ende von Tag 3. Auch Kleidung habe ich viele Sachen abgegeben. Das heißt, ich habe auch schon in Staffel 1 auf viele Sachen verzichtet. Und der Punkt für mich, zu sagen, ich gehe jetzt mit 7 Gegenständen auf eine... Alter, ist da Wasser rein in die Box oder in das Mikrofon oder habt es nur ich gerade gemerkt? Ist alles normal für euch? Ja, ab Ende von Tag 3. Auch Kleidung habe ich viele Sachen abgegeben. Das heißt, ich habe auch schon in Staffel 1 auf viele Sachen verzichtet. Und der Punkt für mich, zu sagen, ich gehe jetzt mit 7 Gegenständen auf eine tropische Insel, war für mich irgendwie... Ist nur bei mir so, oder was? Ja, komm, dann lass. Irgendwie zu einfach. Und das soll nicht falsch verstehen, nicht überheblich klingen, sondern es hat in mir nicht dieses unbehagliche, ängstliche Gefühl ausgelöst im Sinne von shit, das wird richtig mies. Bei einem Knossi hat es das aber ausgelöst, bei einem Sascha auch. Und ich wollte persönlich für mich zum Beispiel auch dieses Gefühl haben, weil ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich dort mit... Ja, und deswegen müssen alle anderen leiden, ist da mir scheißegal. Ich will... Hier das Gefühl haben, ist doch mir egal. Bei Knossi und Sascha okay, aber die anderen, die bluten mit mir. Ja. Ja. Und ich möchte nicht dort reingehen, um mir eine Urlaubssession zu machen, sondern ich möchte Grenzen ausloten. Ja? Also ich habe Urlaub da oder was? Ich habe da eine gute Zeit. Vielleicht fliege ich auch deswegen an Tag 5 raus. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich fliege lieber an Tag 5 raus mit nur einem Gegenstand, bin über mich hinausgewachsen, habe neue Sachen probiert, anstatt mir 7 Tage lang dann Urlaub zu machen. So viel erstmal dazu. Eine Sache möchte ich auch noch generell ansprechen. Ich habe mir viele Reactions angeguckt von den einzelnen Teilnehmern darauf. Nicht alle, weil ich glaube auch nicht alle waren zu diesem Zeitpunkt hier hochgeladen. Aber ich bin damit völlig fein. Denn Otto ist damit auch völlig fein. Denn Knossi hat 7 Gegenstände, sollte also auch mit fein sein. Gibt nicht. Nein, ich will 10! Ich will 10! Ich bin nicht fein! Überhaupt nicht! Mir fehlt's vorne und hinten! Vorne und hinten! Und ich bin auch nicht fein damit, dass wenn ich das Dach nehme, dass ich nicht die Matte nehmen darf! Ich bin gar nicht fein! Ich wollte es jetzt nicht zum Ausdruck, jetzt platzt die Bombe hier! Wir gucken weiter. Auch eine Sabrina ist damit völlig fein. Denn Sascha hatte anfangs ein bisschen skeptisch, find's aber auch ein bisschen geil. Sascha ruft mich an und sagt, bist deppert? Ich bin doch kein Dachdecker! Das hat er mir am Telefon gesagt. Wer ist denn hier fein? Ich bin doch kein Dachdecker! Sagt er mir das. Knossel, was soll ich mitnehmen? Ich weiß ich doch nicht. Was soll ich mitnehmen? Nehme ich das Bett mit? Hab ich kein Dach? Ich bin doch kein Dachdecker!
Ich mach's 1:1 nach, so hat das mir gesagt. Komm. Challenge-Herz schlägt und seien wir mal ganz ehrlich, Sascha hat 5 Gegenstände. Ja, er muss auf 2 Gegenstände verzichten. Oh mein Gott, ja, kann man mal machen, ja. Man kann die Challenge annehmen. Das heißt, Nova habe ich, glaube ich, noch nichts gesehen und Joris weiß ich nicht. Aber die Teilnehmer an sich finden das geil, die finden das gut, die finden das spannend. Otto und Sabrina, habe ich gesehen, haben selbst schon Gedanken gehabt, Sachen auszuprobieren, Gegenstände wegzulassen, zu gucken, wie kommt man vor Ort klar. Das heißt, aktuell, so wie ich das wahrnehme, haben die Teilnehmer kein Problem mit der Regel, sondern die Zuschauer da draußen. Und da gehen wir jetzt auf... Muss man aber an der Stelle sagen, stimmt natürlich. Wir haben nur ein Problem. Ich habe mit Sascha drüber geredet, also gar kein Problem. Ne? Wer öffentlich einer Nominierung zustimmt, der weiß auch, der stimmt dem zu, dass er die Regeln auch noch nicht kennt. Das wisst ihr alle. Deswegen wird sich auch keiner von den Teilnehmern beschweren. Das einzig Unangenehme für uns Teilnehmer ist dieser öffentliche Prozess. Dieses öffentliche... So, und wieder eine Hiobsbotschaft. Bist du Knossel? Knossel, was soll denn morgen jetzt? 5 nur, ich hab nur 5. Wir sind doch gleich! Auf die weiteren Argumente ein, warum ihr ein Problem damit habt, und ich werde, wie gesagt, meine Meinung weiter dazu kundtun. Ein Argument, was sehr, sehr oft gebracht worden ist, die Vergleichbarkeit zwischen den Teilnehmern ist damit dahin. Also, Freunde, jetzt mal wirklich kleinen Real Talk. Glaubt ihr, dass wenn wir ein Otto mit 7 Gegenständen auf eine tropische Insel packen und einen Knossi mit 7 Gegenständen auf eine tropische Insel packen? Warum bin ich immer hier dein Vergleicher? Ja? Ich bin nur noch ein Lamm für alle in der Öffentlichkeit. Das zeichnet sich langsam ab. Verstehst du? Alle starken, guten, stabilen Menschen werden immer verglichen. Du kannst doch nicht ihn mit Knossi vergleichen. Wie oft ist auch mal gut. Ich bin ja immer, verstehst du das? Ich bin immer das Vergleichsbeispiel. Egal wo, egal welche Reaction du anguckst. Ah, und dann kommt noch Knossi. Bei Sascha Huber, da sagen alle aber noch, natürlich, Junge. Weißt du warum? Der hat sich doch das Fett angepumpt. Der konnte es. Verstehst du? Der stemmt die Bäume, der trägt 2 Bäume weg. Ja, will ich den mal sehen. Dass dort irgendeine Vergleichbarkeit herrscht? Was? Nein, natürlich nicht. Man kann... Was ist mit Charakter? Was ist, wer mit Tieren sprechen kann? Warum zählt sowas nicht? Wer ein Gefühl hat für seine Umwelt, Sympathie gegenüber einer kleinen Mücke. Hat das ein Otto? Da frage ich dich jetzt. Das war's. Und ich sage euch eins, ich aus meiner Zuschauersicht habe in Staffel 1 ab Folge 3 oder 4 eh nicht mehr gerafft, wer nur was mit hatte. Das Einzige, was ich gerafft habe, war, Fabio ist der Typ mit den 2 Gegenständen und Chris hat kein Tarp. Aber wer nur noch eine Säge hat, könnt ihr euch daran erinnern, wer eine Säge hatte? Irgendwie nicht mehr so richtig. Oder wer nur Schnur hatte oder eine Axt, ja, Bommel hatte glaube ich Axt, aber das hat gar nicht so die Rolle gespielt. Das heißt, die Vergleichbarkeit ist so oder so nicht gegeben, weil wir komplett unterschiedliche Skill-Level haben. Es ging darum, quasi alles mehr auf ein Level zu heben, im Sinne von, dass die Leute an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus wachsen. Und ein Otto oder auch meine Wenigkeit wird mit einem Gegenstand, aber dem Skillset, was wir haben, sicherlich auch sehr an unsere Grenzen gehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist der Hintergrundgedanke. Das heißt, die Vergleichbarkeit ist ja von Anfang an durch das unterschiedliche Skill-Level eh nicht gegeben. Ich verstehe den auch. Der Wildcard-Gewinner, verstehst du, den kennt doch gar keiner. 3 Gegenstände, ab und ab. Mit Klapse auf den Arsch und ab in Urwald. Der Wildcard-Gewinner. Große Fresse, verstehst du? Das Video produziert. Ich mach mit. Ich bin dabei. Schön High-End. Eine Woche lang produziert für 3 Minuten, Alter. Ich leg mich mal so hin, dass es so aussieht, wie wenn ich im Wald immer schlafe. Und ab. 3 Gegenstände. Der braucht auch, weil ich's Gefühl will. Weil ich das Gefühl will. Ich habe heute Sascha gesagt, die werden ja wohl Business buchen, oder nicht? Dass wir nochmal einmal bis deppert Knossel. Die werden doch Business buchen einmal vorne. Muss ja nicht First Class sein. Ich bin noch nie einen Langstreckenflug Business geflogen, ne? Guck mal einen Fritz an. Ah nee, der ist ja auf der Tropeninsel, oder? Was ist doch mir wurscht. Zahlt doch der Anruf, zahlt doch der angerufen wird, oder? Warte mal, wir rufen mal an. Hallo. Ja, ja, klar. Nee, der kämpft gerade wahrscheinlich irgendwo mit einem Pinguin oder was. Aber ja, versteht ihr? Meint ihr nicht, dass die Dings buchen? Business Class. Bruder, dann mache ich mir das Upgrade. Sollen die hinten hocken? Setze ich mich nochmal vorne rein. Stell dir das mal vor. Bringen Sie mal her, die Käse-Etagere. Jawohl. Geh ich mal hinten nach hinten, flopp mir so einen Käse rein. Sascha! Hast du Angst? Hast du Angst? Wie heißt denn der Wildcard-Gewinner nochmal? Wie heißt du nochmal? Ich bin hier vorne. Trink meinen Shampoos jetzt. Das wird schon in der Flughafenhalle in Frankfurt wird es schon legendär. Weißt du, warum ich mir... Macht ihr euch Sorgen? Ich werde wahrscheinlich nochmal eine Insta-Story machen und dann bin ich weg. Vielleicht werde ich noch im Flug was zeigen mit den anderen und dann bin ich weg.
ich habe mir überlegt, so zum Witz, jeden Tag irgendwo auf Social Media Plattform ein vorbereitetes Video hochzuladen. Wisst ihr, was ich meine? Tag 1 auf der Insel. Heute genieße ich ein Sonnenbad. Tag 2 auf der Insel. Heute probiere ich mich zu fischen. Ich habe einen Hai gesichtet. Wahrscheinlich, ich sag dir selbst, wenn ich das machen würde, geil, gell? Soll ich das machen? Selbst wenn ich das machen würde, würden Leute unterschreiben. Wie kann der posten? Wie hat denn der das Video gemacht? Alles fake. Ich will mir das danach durchlesen, dass ich was zu tun habe, wenn ich zurückkomme. Komm, ist gut. Weiter. Ich will sehen, wie ein Knossi, ein No-Name mit 7 Gegenständen klarkommt und ein Otto, ein Profi, sage ich jetzt mal, auch mit 7 Gegenständen. Was für ein No-Name, hä? Was für ein No-Name, du Clown. Also jetzt ist aber auch mal gut. Ich bin auch irgendwo was mittlerweile. Trizeps! No-Name, bla. Ey, jetzt hab ich, guck mal, wie, ich bin schon wirklich krank. Da ist gerade irgendwie hier im Chat. Oh, Bruder, wie krank bin ich? Wie viel Angst habe ich wirklich? Es ist echt, ich mache hier den Coolen, aber ich habe echt sehr, sehr viel Angst. Ich will es auch nicht verheimlichen. Ich will auch nicht den Coolen markieren. Ich habe echt starke Angst, sodass ich hier ein GIF von euch gesehen habe, jetzt gerade hier im Chat, und habe gedacht, von da hinten kommt eine Schlange über den Baum, Alter. Das ist krank. Ist okay, aber, und das habe ich auch schon immer in anderen Videos gesagt, bei meinen Projekten, es geht nicht darum, verstehe es nicht falsch, höher, krasser, schneller, weiter, sondern anders. Ich möchte etwas anders machen. Und ja, Staffel 2 ist anders, ist komplett anders als Staffel 1. Und viele Leute haben ein Problem mit Veränderung. Ich und das Orga-Team im Hintergrund und auch alle Teilnehmer finden das gut, so wie es ist. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ob es die richtige Entscheidung ist, werden wir alle gemeinsam erst im November, Dezember sehen. Vielleicht. Es ist letztendlich ganz egal. Das Ding werden die Leute lieben. Und es wird, so wie er sagt, nach der dritten Folge, es wird keine Rolle mehr spielen, wer wie viel, sondern es wird sogar eher geil sein zu wissen, was hatten Otto und Fritz gemacht, die sind nur mit dem Messer dahin. Wirklich, es könnte echt sein, dass das nochmal auch erfolgreicher ist als die erste Staffel. Irgendwie sehe ich das. Natürlich nur, wenn ich auch wirklich lange drin bin. die meisten Zuschauer werden mich ja irgendwo schon mal gekannt haben oder gesehen haben. Aber es gibt viele, die haben gar kein Bild von mir oder denken nur, ach, das ist der, das Arschloch. Aber jeder von denen wird immer interessiert sein, wie macht es der Vollnoob eigentlich? Weißt du, was ich meine? Schafft er das wirklich noch eine Nacht? Und so, ich bin einer der ganz interessanten Kandidaten. Das weiß ich natürlich auch. Ne? Gebe dir keine 24 Stunden, schreibt Rednatz, ja. Und ich gebe dir keine 24 Stunden mehr hier, weil jetzt ist der Perma da. So. Vielleicht hatten wir recht. Lassen wir uns überraschen. Das nächste Argument. Ist doch völlig egal, wer gewinnt. Fairness spielt gar keine Rolle. Bin ich voll bei euch? Ich glaube, jedem einzelnen Teilnehmer und auch mir geht es nicht darum, in der Gesamtwertung irgendeinen Platz zu erreichen. Also Fritz glaube ich schon. Mir nicht, aber Fritz dir ja. Muss. Also Fritz und Otto sehen sich 100% als Kontra. Also, na wenn, die haben bestimmt den Flavor, aber kein anderer Kandidat juckt es, ob er gewinnt. Ich glaube, für Fritz ist schon, wenn ich, das wäre ja wie wenn ich, gut, was, in was bin ich gut? Also wenn ich jetzt irgendwas, eine Meisterschaft mache. Ja, in nix, Alter. Das ist ja echt zum Kotzen. Okay, wir gucken einfach weiter. Ich muss ja nicht immer erzählt werden zwischendurch. Es ist ein schönes Gimmick, das sind schöne Tageschallenges, das macht Spaß. Aber jeder für sich, und da spreche ich glaube ich für alle, hat seine persönliche Challenge zu sagen, ich möchte dort durchkommen. Ja. Es geht nicht darum, unbedingt zu gewinnen, sondern es geht darum, über sich selbst hinauszuwachsen, ja, und das Ganze durchzustehen. Ja. Und genau deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, weil ich mit 7 Gegenständen zum Beispiel sage, das ist mir ein bisschen zu einfach. Genau aus dem Grund habe ich in Schweden ja auch 4 Gegenstände abgegeben an Tag 3. Aber deswegen müssen alle mitleiden, es ist mir scheißegal. Oh, ist gut, komm, hör auf. Einen Spaß habe ich mir auch schon erlaubt. Ich habe die Seven in the Wilds Redaktion angerufen und gesagt, ich muss leider absagen. Und die gleich trocken. Warum? Einfach so, ganz weißt du, ohne Emotion. Warum? Und da musste ich schon lachen, weil die haben keine Gefühle. Die haben keine Emotionen. Die haben gar keine Gefühle, ne? Die haben wirklich nichts. Die sind völlig. Warum? Ich hab Termin, da muss ich lachen. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Und ich, ey, wehe, wir springen da aus nackig aus Booten, ne? Der Schniedel ist mir egal, aber wenn die Kippen nass werden, haben wir ein Problem. Älteres Argument, das ist zu gefährlich. Also, gefährlich heißt ja für mich, es geht um das Thema Unfälle. Was sind typische Unfälle, die die größte Wahrscheinlichkeit haben, dass sie passieren? Man schneidet sich. Das hat nichts mit den Gegenständen zu tun. Ob du nur 3 Gegenstände mit hast oder 5 Gegenstände, machen? Du kannst dich bei allen möglichen schneiden.
Du kannst irgendwo runterfallen, weil du... Knossi, du sollst dich vorher beschneiden lassen. Ey, ich würde dir gerne... Jetzt habe ich echt kurz den Gedanken gehabt, da siehst du mal, wie senil ich bin. Ich wollte jetzt kurz meinen Schniedel in die Kamera halten. Bin ich doch. Was glaubst du denn? Aus Hygienegründen. Ohne Scheiß. Mit Christian Rabe zusammen. In der frühen Pubertät sind wir da hingegangen, haben uns beschneiden lassen. Warum? Weil alle gesagt haben, es ist gut. Tunschei, vorne an. Komm, Jungs, vorne der Zipfel muss ab. Wir rein ins Krankenhaus, meine Mutter, dann mache ich Termin. Wir zum Urologen, der guckt. Ja, komm, schneiden wir ab. Ist eh leicht verengt. Dann sind wir rein ins Krankenhaus. Liegen da auf dem Dings und einen Abend vorher, wer die Sendung noch kennt, haben wir uns nochmal schön mit Lilo Wanders, wahre Liebe, angeguckt. Und dann sind wir am nächsten Tag und ich weiß noch, Herr Knossal, Sie sind der Erste und ich so raus. Und die schieben mich mit dem Bett, ich, Junge, wir sehen uns drüben wieder, Alter. Dann haben dich doch danach, haben die mir noch gezeigt, diesen Zipfel, den die weggeschnitten haben, auf dem Ding, da habe ich mich fast bekotzt. Und dann die Schmerzen. Immer, du hast genäht, die Eichel war genäht, mit so einer Creme drumherum und mit einer Mullbinde, musste ich das wochenlang machen. Und jedes Mal, hast du das Ding 3-4 Stunden drauf, musst pinkeln gehen? Musst du das Ding, du machst es so langsam weg, weil... Die Schmerzen werde ich nie vergessen. Lasst euch beschneiden. Ihr werdet den besten Geschlechtsverkehr auch haben, den es je gibt. Weil ich kenne davor und ich kenne danach. Die Leute, die eine Vorhaut haben, und ich habe meinem anderen Kollegen zugeguckt beim Geschlechtsverkehr, ich würde ihn nicht im Mund nehmen. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn du irgendwo hochkletterst, hat das was mit den Gegenständen zu tun und der Regel? Nein, auch nicht. Du kannst irgendwo umknicken, hat das was mit den Gegenständen zu tun? Auch nicht. Generell, wir haben ein Backup-Team im Hintergrund, ein groß aufgestelltes, wir haben ein Sicherheitskonzept. Wir haben sehr, sehr viel dafür gesorgt, dass wir im Notfall eingreifen können, aber gefährlich und Anzahl der Gegenstände hat eher wenig was miteinander zu tun. Das stimmt, ist egal, oder, Freunde? Hochbauen kann er sich, Fritz hat es also aus dem FF drauf, gefährlich und Anzahl der Gegenstände spielt, oder, Jungs? Außer, wenn man sagen würde, okay, für jeden Moskitospray oder so. Aber das macht keinen Unterschied, oder? Deswegen ist es nicht weniger gefährlich, weil ich 7 Gegenstände habe. Scheißegal. Bei Fabio, wenn wir uns zurückerinnern, Thema Unterkühlung, ja, kann uns hier aber nicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort unterkühlen, geht eigentlich gegen null, ja. Klar, Kälte, Wind und so weiter, man kühlt aus. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, bei der Kleidung, man darf eine wärmende Schicht, Jacke, Pullover, irgendwas mitnehmen. Das heißt, du kannst ja auch einen dicken Fleece-Pullover mitnehmen. Du kannst aber auch eine Regenjacke mitnehmen. Ja? Das ist nicht das Problem. Also dieser Punkt, dass es zu gefährlich ist, sehe ich persönlich nicht so. Weil das sind zwei Paar Schuhe. Ein Argument, was ich tatsächlich ein bisschen belächeln muss und schon recht witzig fand. Auch viele haben geschrieben, es gibt keine Möglichkeit für Content ohne Gegenstände. Aber bitte versteh mich nicht falsch, das ist doch genau das Gegenteil. Gerade wenn man wenig Gegenstände hat, kriegen wir doch Content, weil man improvisieren muss. Das könnte davon ausgehen, dass es von mir nämlich dann gar kein Content gibt. Ich schwöre, einen Tag, weißt du, was ich mache? Einen Tag, was wollen die machen? Einen Tag mache ich GoPro an, Wetter gut, Essen geht so, Kippenmangel, wir sehen uns morgen. Bruder, mehr habe ich an Tag 3 nicht gefilmt. Ich würde das bringen und die hätten nicht mehr für Tag 3 und das kommt. Tag 3, Knossi, dann kommt die Melodie. So, Freunde. Ey, ich weiß nicht, ob ich das... Wahrscheinlich ist mir so langweilig, dass ich das... Das kann ich nicht machen. Wahrscheinlich ist mir zu langweilig. Wir erinnern uns zurück, Staffel 1. Wo haben wir wenig Content gesehen? Beispielhaft. Einen Bommel, der seine Hängematte hatte, sein Tarp. Das hat er am ersten Tag aufgebaut. Fertig. Kam da noch was an Content irgendwie? Eher weniger. Nichts gegen Bommel, nicht falsch verstehen. Ne? Wo kam Content? Bett bauen, Floß bauen. Fabio, der kein Gefäß hatte und sich ein Gefäß aus Rinde gebaut hat, da kam Content. Martin und meine Wenigkeit, die sich eine Angel gebaut haben, das war Content. Müll gesucht. Chris, der sich einen Shelter gebaut hat, das war doch Content. Das heißt, wenn wir keine Gegenstände haben oder wenig Gegenstände, dann müssen wir doch aktiv werden. Dann müssen wir Content liefern. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen uns einen Unterschlupf bauen, ein regendichtes Dach. Ich habe schon so Gespräche geführt, ich sag's euch ganz kurz. Mit Sascha, heute in meinem Podcast. Den Podcast mit Sascha, den müsst ihr euch unbedingt anziehen. Sascha Huber reinziehen. Weil das ganze Thema war heute Seven in the Wilds und so. Und ich habe ihn gefragt, ab wann drückt man den Knopf? Es hat dich was gebissen, du siehst nur so zwei Löcher immer. Drückst du oder wartest du, ob sich was betäubt oder ob dir schwummrig wird? Wie lange wartest du? Wann drückst du? Ne? Das Krokodil ist 3 Meter vor dir, fängt an, loszum, drückst du? Wann drückst du den Button? Verstehst du, was ich meine? Ey, das ist echt.
echt, echt schwierig. Wie viel Schmerz willst du aushalten? Wo sagst du, ist okay, kann ich mit leben? Mich hat hier was gebissen. Irgendwie hier bewegt sich so ein komischer, so eine komische Ader langsam hoch. Wird es 7 Tage dauern bis zum Herz? Werde ich es schaffen? Wo fängst du an, die Grenze zu ziehen des menschlich Machbaren? Wisst ihr, was ich meine? Habe ich echt überlegt. Du kannst nicht wegen einem gestauchten Fuß, weil du jetzt humpelst, da draufdrücken, sind wir uns mal ehrlich. Du kannst nicht draufdrücken, nur weil du humpelst, weil du nicht mehr gehen kannst, weil du nur mit einem Bein läufst oder springst. Bei Todesangst drücken, Tommy, dann, ich glaube, dass jeder der Kandidaten da in der Nacht Angst riecht. Ich erinnere mich an die Szene mit Bommel, da war was an meinem Zelt. Wegen Todesangst geht schon mal gar nicht zu drücken, geht gar nicht klar. Überleg mal, der Clip und dann kommt das, das schneidet jetzt jemand, diesen Clip, und dann kommt Seven in the Wilds nach 4 Stunden. Ah! Es kann alles passieren, scheißegal, ey. Auch mit Otto bin ich in Kontakt, der mir ein Training angeboten hat. Und auch das, erstmal mache ich Martin und dann mache ich Otto. Eine Plattform, was auch immer. Das heißt, umso mehr Gegenstände du mit hast, umso einfacher wird es und umso weniger Content hast du. Weil du hast die Lösung schon mit. Ein Tarp zum Beispiel ist eine Lösung für ein regendichtes Dach. Du hast es aufgebaut, fertig. Content vorbei. Hast du keinen Tarp, musst du dir was bauen, dann hält das nicht, dann regnet es durch, dann kommt Wind, dann musst du nachbessern, dann baust du es größer, dann baust du es höher, es funktioniert gar nicht, die Blätter trocknen. Merkt ihr was? Also umso weniger Gegenstände hast, umso mehr Content kriegen wir. Es gab auch viele Argumente für ein anderes Balancing-System mit irgendwie, die starten mit -5 Punkten, es gibt Ausrüstungsgegenstände, die verblombt sind, die man dann doch noch nehmen kann. Glaub mir, wir haben im Hintergrund wirklich mehrere Tage und Wochen uns Gedanken zu allen möglichen Szenarien gemacht. Auch das, so gefühlt alles, was ihr uns vorgeschlagen habt. Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, weil es macht Sachen zu kompliziert. Und ich sag's euch auch ganz ehrlich, wenn jemand in diesem Ranking untereinander mit -7 Punkten einsteigt und so, das interessiert keine Sau. Dieses ganze Punktesystem... Hat er vollkommen recht, das interessiert kein Schwein. Ey, ganz ehrlich, wer das anguckt, den interessiert kein Schwein, wer am Ende da gewinnt. Also vielleicht so ein bisschen, oder? Freunde, aber es interessiert wirklich keine Sau. Ich will sehen, wie einer Scheiße frisst, weil er nicht weiter weiß. Wie einer sagt, und jetzt reicht's! Hier regnet's nicht, jetzt pisse ich mir ins Maul von unten nach oben. Ja! Das werde ich sein. Guckt euch doch mal die Reaktion der Teilnehmer an. Wenn die hören, ja, du hast -14 Punkte am Anfang, dann sagen die, ist mir egal, ich will eh nicht gewinnen. Ich will nur durchkommen. Ja? Die Challenges sind so eine, ist die Kirsche auf der Torte. Ja? Der Himmel verdunkelt sich übrigens. Ich glaube, es kommt gleich eine richtige Regenfront. Egal, wir ziehen durch. Oh yes, Baby, schon klein Vorgeschmack auf Seven Worlds Wild Staffel 2 in der Regenzeit. Und dann will ich dich mal sehen, wenn du da nachts liegst, das sage ich dir mal, Chat. Dann will ich dich sehen, wie du da nachts liegst, da unter der Büsche. Und im Hintergrund noch... Und unten... Im Dunkeln. Oft wurde auch Fabio als Beispiel genannt, der mit 2 Gegenständen unterwegs war und es quasi nicht geschafft hat. Und damit wurde gesagt, es ist unmöglich. Warum ist Fabio raus? Fabio ist nur wegen der Kälte in der Nacht raus. Ja? Haben wir auf einer tropischen Insel extreme Kälte in der Nacht? Nein. Also können wir das Ganze nicht vergleichen. Punkt. Um das abschließend nochmal zu sagen. Ich glaube aber, das ist doch nachts kalt, wenn ihr mal im Urlaub wart, sagt ehrlich. Es ist abends schon kühl. Und besonders, wo Meer ist. Und dann vergisst man, wenn man dann noch nass ist, wie oft, ihr werdet es ja jetzt wissen, auch wenn es draußen warm ist, ihr kommt aus dem Wasser irgendwie, es ist schon, sagen wir mal, später Nachmittag oder abends und es frostelt einen so leicht, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Also ich würde abends gar nicht mehr ins Wasser gehen oder mich befeuchten oder was. Höchstens, dass ich mir irgendwie den Arm sauber lecke oder wie machen das Katzen, ne? Was anderes würde ich gar nicht machen. Ich würde auf gar keinen Fall irgendwie um 19 Uhr noch, ich nehme jetzt mal noch ein schönes Bad unten, wo es besonders irgendwie anfängt, wo du so auf einmal schon denkst, Alter, ist das eine Flosse? Es ist völlig okay, dass ihr eine andere Meinung habt. Ihr könnt das auch alles doof finden. Ja, damit kommen wir klar. Aber wir haben diese Entscheidungen aus bestimmten Gründen gefällt. Und haben die nicht einfach mit einem Würfel oder sowas entschieden. Ja? Von daher, lasst euch überraschen, wenn es euch so sehr stört. Keiner zwingt euch dazu, hier irgendwie was anzugucken. Ich denke, das war ein kleines Update, ein kleiner Real Talk. Wenn euch noch weiter irgendwelche Sachen aufgefallen sind, die ich nicht thematisiert habe, oder ihr Gegenargumente habt, haut die Kommentare voll. Vielleicht machen wir nochmal ein zweites Update.
Ja? Gern Daumen nach oben, Kanal abonnieren, um keine weiteren Updates zu verpassen hier auf dem Live-Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Das ist ein Seven Wild Statement zu den Gegenständen und Balancings. Hey, ich sag euch ganz ehrlich, natürlich wirkt Fritz auch ein bisschen getriggert, aber verstehe ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und auch von mir an der Stelle alles richtig. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin jetzt auch mal Teilnehmer, aber wenn ich auch kein Teilnehmer bin, alles korrekt. Lasst immer der Kreativen, da bin ich immer Fan von, freien Lauf. Am Ende machen natürlich die Leute es zum Erfolg. Aber keiner kann jetzt davon reden, bevor es überhaupt soweit ist. Und meistens ist das Geschrei dann jetzt größer und am Ende finden es alle mega und sind mega happy. Natürlich, es kann es auch am Ende sein, dass das Format läuft und alle schreiben, siehst du, scheiße. Aber ey, Freunde, einfach immer die Sachen so nehmen, wie sie sind. Wisst ihr, wie ich meine? Und ey, ganz ehrlich, egal ob positiv oder negativ, da schreibt schon einer in den Chat, Alter, die Promo, es gab's schon mal eine gehyptere YouTube-Serie als das? Ich kann sein, dass von mir noch so ein Ding kommt. Dass ich da stehe, erste Folge. Knossi, was hast du dabei? Hier, 7 Gegenstände. Aber weißt du was? Gib mir das Messer, wir fangen an! Nee, nur die Kippen. Nur die Kippen bleiben. Feuer mache ich mir mit dem Augapfel. Die Sonne scheint rein. Ich spiegel die Sonne mit meinem weißen Augapfel runter auf die Kokosnuss. Ich nehme die Kippen mit.